Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Life is Strange. Wow, Max, you did it. Yep. Somehow. I went from the dark room to this gallery. Irgendwie haben auch wir es geschafft. I've been through so many realities in one week. Der letzte Tag im Leben. Weird. Ja, stimmt. Das Leben ist weird. Wir müssen in Anbetracht der Situation, die gerade stattfindet, eigentlich eine extrem schlechte Laune haben, weil wir wissen, dass die Welt jetzt untergehen wird, nach all dem, was wir angerichtet haben. Nur für diesen einen Tag hat Maxine Caulfield doch tatsächlich die Chance, einmal ihren Traum zu leben. Deswegen möchte ich hier in dieser Galerie einmal nochmal eine richtig schöne Laune verbreiten und eine richtig schöne Stimmung machen. Smile and don't say anything stupid. Ja. Und ich werde mir hier für diese Galerie auch extrem viel Zeit nehmen. Ist mir egal, wie viel das dauert. Ich werde mir alles angucken. Und das auch sehr genau. Weil mich das selbst sehr interessiert. Along with all the other winners. Ja. I should say artists instead. Ja. Alles hier ist Kunst. Auch wenn ich dafür gar nicht mal so ein krasses Augen habe, wie zum Beispiel. Mark Jefferson was supposed to be here tonight. Not anymore. Okay. That was so shocking. I have one of his monographs too. Hold on to it. His work is gonna be. Not my style, but the neon is a nice representation. Für manche Menschen ist auch das Kunst, oh, genau. Shit. Pretentious alert. Ja, das ist nicht meine Form von Kunst. Ich bin sehr basic, was es angeht. Meine Form von Kunst liegt halt eben in den Bildern und eben auch in Videomaterial, so wie ich es hier gerade eben tue. Schauen wir uns hier um. Da ist das Buffet, von dem Wales gesprochen hat. Was haben wir hier? Können wir uns alle Bilder ansehen? Ja, können wir. Naja, nicht in dem Sinne, dass Max immer was dazu sagt, aber wir können uns die Bilder so angucken. Okay. Ah, das ist ein schönes Bild. So zwei alte Menschen, die sich immer noch sehr lieb haben. Das ist schön. Da möchte ich auch mal sein irgendwann. Das ist echt schön. Was haben wir hier? Ich weiß, es ist ganz simpel, aber ich finde das haunting. Right? The instant print makes it look timeless. Nostalgic melancholy. A teenage girl. Who's the artist? I think die haben echt alle mega krass Ahnung davon. Seems pretty mature. Es ist, also man nennt es eigentlich, ich würde sagen, es ist kein Selfie, weil, wie wir hier sehen, hat sie ein Schild in der Hand, in beiden Händen. Das heißt, sie hat das Foto mit Sicherheit nicht so in dem Sinne selbst gemacht. Oder sie hat es mit selbst Auslöser gemacht. Das kann gut sein. Na, dann wäre es in dem Sinne, ja, es ist fragwürdig, ob es ein Selfie ist. Es ist kein Selfie, so wie man es eigentlich basic kennt. Aber wir sagen mal, das ist ein Selfie. Was haben wir hier? I do not understand art. Das kann ich aber verstehen. Das ist quasi, das Auge ist die Kamera. Wir fotografieren ja quasi auch mit den Augen. Das soll dieses Bild wahrscheinlich symbolisieren. Ein Wanderer, die Freiheit. Oh, guck mal. Ich finde extrem schön, dass dieses Thema hier behandelt wird, muss ich gerade mal sagen. Auch nochmal hier in dieser Kunstgalerie. Well, I have to say, this is the best everyday hero show I've seen since it began. Ja. All the pictures say a lot about our times. Bravo. Ja, das muss ich auch sagen. Schön, das freut mich doch, das freut mich sehr. Was haben wir hier noch? I guess everybody is a photographer now. Warum? Wobei, sie hat ja recht. Jeder kann ein Fotograf sein. Jeder kann schöne Bilder machen. Erinnerungen. Was ist denn das? Ah, das ist ein Hund. Ah, guck mal, wie schön. That is different. Loving the retro vibe. Okay. Armee. Der Ernst der Vergangenheit. Polizei. Oh, guck mal, ein Kind, welches mit dem Hund spielt. Das erinnert mich an mich selbst. Oh, das sieht fast aus wie ich. Oh, guck mal, wie schön. Oh. Dann haben wir Baywatch. Nein, Spaß. Dann haben wir hier ein reicher Mann, wie er einem armen Menschen hilft. Auch sehr schön. Und da ist unser Foto. Da gehen wir gleich hin. Dass unser Foto tatsächlich hier gelandet ist. Maxine Caulfield kann jetzt tatsächlich ihren Traum leben. Das ist bemerkenswert. Die Feuerwehr. I always get so inspired whenever I come here. Eine Vogelmutter, welche gerade ihre Kinder füttert. Was das ist, weiß ich allerdings selbst noch nicht so genau. Das würde ich aber gerne mal wissen. Was ist das? This makes me feel so sad. Like I was back in high school. I can't believe my picture is in the same room as all these great images. Das erinnert mich an Heavy Rain. Aber dazu sage ich dann, die Zeit, wir das Spiel vielleicht auch noch spielen. Das ist auch cool.
Och, guck mal. Das ist mein Highlight. Das ist mein Highlight. Oh, wie schön. Oh, hier auch. Glückliche Krankenhauspatienten zu sehen, die eigentlich todkrank sind, das macht mich auch immer, das macht mich ziemlich sentimental. Hier wieder ein reicher Mann, wie einem Armen hilft. Eine Krankenschwester. Ein Hund. I wonder if I can buy these everyday heroes pictures. Nein, die sind Unikate, die kannst du mit Sicherheit nicht kaufen. Das ist auch schön. So, gehen wir mal zu unserem Foto. Ja, das sind wir. Guten Tag allerseits. Hi, and there she is to save the day. Hi. Hi. You did it, Max. You're a real artist. At least for today. Nicht nur für heute. Nein. Oh, verdammt. Warte, are was? You okay? We lost you there for a second. Your notes. I'm okay. Da hat doch der Max geschrien, das war doch Chloe. High altitude. Oh nein, es verfolgt uns schon wieder. Wir müssen. Oh nein, die Zeit holt uns wieder ein. Bring her off, idiot. 6 verpasste Anrufe. Was? Nein. Oh, come on. Please, Chloe, bitte lebe noch. Chloe, bitte lebe. Nein, es passiert. What? Oh no. Chloe, where are you? Wir sind in San Francisco. Chloe, can you hear me? Hello? Nein. Hello? Ich hab's gesagt. Wir sind in San Francisco und können es nicht verhindern. Oh my God. The tornado was real. Oh, I didn't fix shit. Das hat mich aber auch gesagt. Arcadia Bay is gonna be destroyed. Naja. There has to be a way to stop this. Ja. For good. Ich weiß auch welcher. Unser Foto. Erinnert ihr euch ganz am Anfang? Der blaue Schmetterling? Damit hat alles angefangen. Wenn wir dieses Foto nie gemacht hätten. No fucking way. Chloe can't die again. I have to save her. Dann wäre das alles nie passiert. Und wir haben jetzt nur noch eine Chance zurückzukommen. Bad exposure. Schon wieder. Schon wieder. Und wieder. Und wieder. Und wieder. Excuse me, I'd love to ask you a few questions about. Nein! Sorry, but. Jetzt nicht. Ich muss mich konzentrieren. Hast du mich jetzt erschrocken, Alter? Na komm, schneller, wir müssen uns beeilen. Da wird's schärfer. Jetzt. Da haben wir das Foto aufgenommen, was wir einreichen wollten. Oh, shit. Oh, my head. Oh, oh. Ja, jetzt passiert das. It feels like reality is breaking apart. Ist sie ja auch. What am I doing to time? Nimm es dir. I just have to make one simple change, so I won't end up in San Francisco. Zerreiß es, ja. Simple. Guckt euch das an. Das ist durch jedes einzelne Mal, dass wir die Zeit zurückgedreht haben, ist das hier entstanden. Das ist das Resultat, was wir eben erreicht haben. Und es ist kein gutes. Dennoch, Chloe darf nicht sterben. Sorry, San Francisco. Chloe comes first. Und wieder ändern wir es. Nicht passiert, weil wir es zerrissen haben. Wir legen es stattdessen in unser Tagebuch. Wir steigen nicht ins Taxi. Was hat Jefferson? Ach ja, Jefferson ist ja dann auch wieder da. Nein, wir sind immer noch das Problem, oder? Ja, wir landen wieder im Darkroom. Scheiße, daran habe ich gar nicht gedacht.
Oh nein. Oh oh. Daran habe ich nicht gedacht. Wir sind wieder im Darkroom. Ich habe das komplett außer Augen gelassen. Fuck. Wir müssen hier raus. No. I'm back here again. I thought I fixed everything. Daran habe ich aber auch nicht gedacht. What? Jefferson should be in jail, not here. Scheiße. It's like you're back in my class. You're still spacing out. It might be cool if you took one of your patented selfies now. The transformation between the old Max and the new Max. Anyway, answer my question, please. Diva, wie bitte? Friss Dreck und Krepier oder fick dich, das ist doch egal. Friss Dreck und Krepier, du Affe. Eat shit and die. Good answer. Good answer. Hey, your nose is bleeding. Probably gave you too big a dose. Oh nein. Sorry about that, Max. But considering you're about to die, a nosebleed is a first world problem. Was tun wir? Oh. I had to let Victoria Chase go. You let her. Don't be stupid, okay? She's exactly where she deserves. Hast du sie auch getötet, oder? No. Oh. As if you care. Er hat sie getötet. Auch sie. Your iris, that dilation like a shutter. The pictures you're taking of me now. Too bad you pissed away your gift. You could have won the contest, but you destroyed your own beautiful photograph. What a waste. Sorry, I burned all your stuff. I got a little carried away. Fuck. Nein. You burned my diary. Always. That's why I'm still here. Especially since you've developed. Das heißt, wir haben keine Bilder mehr. Wir kommen hier nicht weg. There's something weird going on with you. Scheiße, wir haben keine Chance. Das ist der Sturm. Whoa. Did you see how crazy it is outside? Like I said, something weird. Nein. There's that fear. Oh, Max, it's an honor working with you on these final sessions. I hope these images will be appreciated for what they truly capture. The loss of youth. At least, that's the last lecture you'll ever have to hear from me. And I promise you, no more nosebleeds. Mr. Jefferson. Nein. Please, don't do this. Scheiße, was machen wir denn jetzt? You don't know what's happening. Shh, 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 shh. Ich bin planlos. Ich habe zum ersten Mal keinen Plan. Wir haben nur... Wir können nichts... Warum kommen die ganze Zeit diese blöden Pop-Ups? Der will uns jetzt echt die Überdosis geben. Er will uns echt die Überdosis geben. Bitte, 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 lass das nicht so passieren. Lass das nicht so... Wir können jetzt nur auf ein Wunder hoffen. Wir selbst haben kein Mitentscheidungsrecht mehr. Wir können nichts tun. Nein, 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 komm schon, komm schon, komm schon, ich muss doch was. Muss doch irgendwas sein. Nein, komm schon, bitte, bitte, nein, nein. What? What? Da ist wer reingekommen. Bitte, lass es. David! Nein! Komm schon. Nein! Wir müssen was tun. Nein! No! David! Jesus! David, wir müssen ihn warnen. David kommt. Der Mann, den wir die ganze Zeit über verspottet haben und fertig gemacht haben und wir wollten ihn weghaben. Wir wollten ihn loswerden. Can I please ask you for one last request? Oh, you got me, Max. How can I deny that face? Wie wär's mit ein bisschen Atmosphäre und Musik? Could you please at least play some music so I can drift away? Even at the end, you're still a dreamer, Max. Ja. It's a nice trait.
Komm schon, David, komm schon. Bitte. Ihr darf David nicht kommen hören, deswegen die Musik. David, David! Hold it! What? Okay. Oh. Fuck. Na moin. Moment. Wasser? Excuse me, but my throat is scratchy. Das wird er nicht akzeptieren. Can I please have some water? Of course. Was? I don't want you to be uncomfortable. Aber er wird. Das mit der Musik ist, glaube ich, schon richtig gewesen. Na komm schon, David. Na komm schon, David. Bitte. Eigentlich müssen wir wieder zurückspulen, oder? This final dose won't hurt. Warte, wenn er jetzt doch reingeht. Er hat das Ding da hingezogen. Ich kann es treten. What? Warte. Tritt es. Tritt es. David, what? Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte an den Wagen. Nicht wahren. Ich kann ihn nicht treten, oder? Ach, warte mal. Moment. Lass ihn mal laufen. Jetzt. David, watch out! How? How did you know that? Wie ich das wusste? Nein! Nein! Komm schon! Ja, David, komm schon! No gun, no balls. Jefferson, it's over! Gib ihm. You are not going to stop me! Ja, warte. Nein! David Madsen! Of course. Okay, nee, so nicht. Wie kriegen wir das besser hin? Jefferson, it's over! Grab that bottle! Jetzt zieh ihm die über den Kopf! Nein! Warte. Warte. Oh nein, der Ding getroffen, verdammt. Sorry, man. Warte. Er wirft dich doch schon, ne? Das ist schon mal gar nicht mehr so schlecht. Ich muss mich weiter umgucken. Sorry, Madsen. You should have stuck to harassing students. Ich muss aufhören, so oft zurückzuspulen. Das ist nicht gesund, glaube ich. It's over. Grab your gun now. Got it. Ja, nein. Oh, verdammt. Erst Flasche, dann Gun. Ich hoffe, das geht. Over. You are not. Gib ihm die Flasche. Flasche. So, Gun. Geht nicht, verdammt. Schade. Dann müssen wir weiter zurück. Dann gibt's noch irgendwas. You are not going to stop me. Tisch. Going to stop. Tisch. David, kick that table. Yes, sir. Tritt ihn ab. Oh Gott, wie blöd. Du Vollidiot. It's over. Dann mach ich's halt. Wenn das klappen soll, muss man's selber machen. Ja, Mann. Wunderschön. Wunderschön gemacht, David. Oh Lord, Max. Are you okay? Are you alright? Can you move? Ja, kann ich. Yes. Thank you, David. Danke, ohne Spaß. No, thank me. You brought me here. Ich hab dich so oft fertig gemacht und jetzt hast du mir das Leben gerettet. Let's wrap up this son of a bitch first. Ja, Mann. He won't be going anywhere when he wakes up. Except you are going to prison forever. Or worse. Mr. Jefferson? Now it's your turn to be captured in a moment. Save Chloe. Ja. He burned everything, including all of my photos. Das heißt, wir können es nur noch über uns selbst regeln. Warren, yes, I can use that picture he took of us. Was? Shit, no signal. Dann komm hier einfach raus. Thanks, Mr. Jefferson. But you won't need this anymore. Wir haben seine Autoschlüssel. Good. Wo ist David? It's a studio. I better go outside and call Warren. Nee, erstmal will ich kurz mit David reden. Please, David. Danke. Are you okay? Look at this place. It feels like hell. Ist es auch. Jefferson was gonna kill me.
like he did to Victoria Chase. Oh, no. Doch. I always suspected that son of a bitch. Das habe ich nie. I never did. Until too late. Yep. You shouldn't have to suspect your teacher. He wasn't a real teacher. He just wanted to lecture. It was part of his sick plans. I guess I looked just as suspicious when you told Principal Wells that I was harassing Kate Marsh. Es tut mir leid. I don't blame you. And Max, I treated Kate like shit. I know she's a good person, but I'm not. Ich bin hier derjenige, der einen Fehler gemacht hat, okay? Me too. I think that would make her very happy. I knew Nathan Prescott was a threat. I just waited too long to neutralize him. Jefferson already did. They had some weird father-son thing going on. But Nathan killed Rachel, and Jefferson had to use him as a scapegoat. That pervert was pulling all this shit right under my nose, too. Mm-hmm. I could have stopped him and Nathan if only I wasn't so stupid. No. Du warst nicht dumm. I should have told Principal Wells Nathan had a gun and almost used it. Yeah. I put the school in danger. Ich hab den Fehler gemacht. We all make decisions we regret. But I have to admit, I'm impressed by you. And Chloe. And your investigation. I had all the high-tech toys while you had each other. Wir sind alle ein tolles Team. Nicht wir einzeln. Wir alle. We are a great team. That's one of my problems. I'm not good at teamwork. Ohne Teamarbeit wäre ich hier nicht rausgekommen. Even in the service. I can't even imagine what you went through. I'm not gonna make any excuses for my behavior. I tried to be a good soldier, but I wasn't so great. I tried to be a good father, too, but when Joyce kicked me out, I had nothing. Es tut mir leid. I'm so sorry about that. I didn't want that to happen. Ich auch I should nicht. Never have set up those surveillance cams. Or kept all those files. I'm going to tell Joyce I was wrong about you. She does love you. Das wird It's wieder in Ordnung, obvious. Okay? I try not to use my service as an excuse, but it's hard to come home after war. Ich verstehe sie. Jetzt tue ich's. Except Joyce. She gave me hope. A new life. And you saved mine. Eben. Chloe, is she? She would be proud of you. Fuck, wir müssen da jetzt los, Mann. I just want to see her safe with her mother. I promised Joyce I would go see a family counselor. Das ist super, David. I apologize to Chloe. Das ist wunderbar. I don't expect her to call me dad, but maybe she'll stop calling me step douche. Ich werde sie davon überzeugen. Nee, also Wahrheit sagen, ganz klar Wahrheit sagen. Wahrheit sagen. Also nach dem, was uns David gerade anvertraut hat, bin ich sowas von der Meinung, dass wir die Wahrheit sagen sollten. Wir müssen ihn damit einbeziehen. Außerdem kann er uns helfen. Ich meine, er wird zwar abdrehen, das weiß er, er wird selbst durchdrehen. Wir müssen versuchen, die Fassung zu behalten, aber wie er gerade sagte, Teamarbeit. Kein großes Gerede drumherum. David. Chloe is... is dead. Warte, was? Nein, wir haben es jetzt zurückgedreht, ne? It can't. Yeah. No, God. Here's Chloe, I thought. Not Chloe. Doch. Max, are you sure? Yeah. Are you? Yes, I. Yeah. I saw her. Stimmt. I saw. Stimmt. Jefferson Killer in the junkyard. Last night. Last night? When I was feeling sorry for myself in my hotel room. Er hat die Wahrheit verdient, trotzdem. I promised Joyce that I would protect her and Chloe. How can I face her and explain this? I never even told David, Chloe. David, wir haben alle Fehler gemacht, okay? God damn it! Wir haben alle Fehler gemacht.
You killed my wife's child, you sick fucker! And you took away my stepdaughter! David, wait! Damit war wohl zu rechnen. Dennoch werde ich es so lassen. David hat nach wie vor die Wahrheit verdient. Max. I'm sorry you had to see that. Ich kann dich verstehen, okay? What a mess. What have I done? All that time I wasted with surveillance. Chloe. I'm sorry. Joyce. Du musst dich hierfür gar nichts entschuldigen. I failed you. Der Einzige, der sich hier entschuldigen muss, my family. You didn't fail. You did your best. Eben. Max. You better get outside. You've seen enough of this room. David, thank you for saving me. Der Mensch, den wir am meisten gehasst haben, hat uns gerettet. Ich glaube das nicht. Wir lassen es dabei. David hat die Wahrheit verdient. Er wird, denke ich mal, gefasst werden. Er wird für Mord in den Knast kommen. Aber er hat die Wahrheit verdient. Ich denke, in dieser Situation. I lost again. I always lose. Jefferson is dead now. But I can still bring Chloe back to life. Eben. David hat verdient, die Wahrheit zu erfahren. Und es ist das Richtige. Glaubt mir. Why can't I just wake up? Let this be a nightmare. Ich habe mich das auch schon so oft gefragt. Wir müssen das mit Chloe gerade biegen. Wir sind 18, wir haben keinen Führerschein. Aber ein fahrerloses Auto. Freedom. Holy shit. This storm is real. Oh ja. I need to find Warren. Yes. Ein Lichtblick. Warren, can you hear me? Never mind. Listen, do you have that photo you took last night in the parking lot? Yeah. But why? It wasn't that great a shot. Doch was? Yes, it is, and I want it. Where are you? I'm at the Two Wells Diner. Wunderbar. I'm trapped in here with Joyce thanks to this Armageddon weather. Okay. I'm expecting the ocean to turn red. I'm on my way. Come on, that's crazy. I can barely walk on the sidewalk outside. Dann bleib einfach drin. Ja, das glaube ich auch nicht. It's okay. Me too. But it's not over yet, Warren. So hold on. Das Ende ist nicht gekommen. Wir sind nicht so weit gekommen, um jetzt zu scheitern. Sieht alles danach aus, als würden wir es. Aber wir werden nicht. Die Polizei wird uns jetzt wohl kaum anhalten.